Kennt ihr das Gefühl? Ihr kommt nach Hause und fühlt euch allein und niemand ist für euch da? Die Probleme des Lebens schlagen von überall auf euch ein. Familie, Arbeit oder Prüfungen, die euch immer wieder heimsuchen, bringen euch dazu durchzudrehen. Und wenn ihr nach Hilfe sucht, ist niemand zu finden. Irgendwann wird ein Zustand erreicht, in dem ihr auf nichts mehr Lust habt und in Tatenlosigkeit verfällt. Häufig greift man zu kurzfristigen Lösungen, wie das Trinken von Alkohol, Diskos, Spielotheken und vielem anderen. Hauptsache, der Kopf wird frei von den Sorgen, die einen plagen. Aber im Endeffekt verschwinden diese Sorgen und Probleme nicht. Ihr wisst nicht, was ihr machen sollt und fangt an zu verzweifeln und zerfallt innerlich. Trotzdem möchte ich euch einen Rat mitgeben, der nicht von mir oder von irgendeinem Fremden kommt. Er kommt von dem einen, der euch und mich besser kennt als jede andere Person auf dieser Welt. Er ist derjenige, der bei euch ist, wenn ihr alleine seid. Er ist derjenige, der weiß, was für Sorgen und Probleme in euch stecken. Und er ist auch derjenige, der selbst sagt: Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nahe. Ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er mich anruft. So sollen sie nun auf mich hören und an mich glauben, auf dass sie besonnen handeln mögen. Dieser eine ist unser Herr, Allah subhanahu wa ta'ala, der uns erschaffen hat und in vielen Versen und Überlieferungen mitteilt, wie sehr er uns liebt und unsere Nähe zu ihm schätzt. Er sagt uns, dass er für uns da ist und wenn uns etwas Probleme bereitet oder wir Sorgen haben, so sollen wir unsere Hände heben und ihm um Hilfe bitten. Er subhanahu wa ta'ala wird für uns da sein, auf eine Art und Weise, wie er es für richtig erachtet. Ist denn nicht derjenige, der uns am besten helfen kann, der Erschaffer dieses Lebens und des Universums? Und wenn wir schnell eine Lösung brauchen, finden wir sie in seinem gesegneten Buch, welches er subhanahu wa ta'ala uns als eine Barmherzigkeit herabgesandt hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem seiner vielen Verse: Es sind diejenigen, die glauben und deren Herzen im Gedenken Allahs Ruhe finden. Wahrlich, im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Dies ist nur ein Vers von vielen, der uns zeigt, wie wir in diesem Leben voller Probleme und Sorgen Ruhe finden können. Er subhanahu wa ta'ala verknüpft die vollständige Lösung mit dem Glauben an ihn und dem Einhalten seiner Gebote. Die Menschen suchen heutzutage die Lösung in Drogen, verbotener Intimität und anderem. Dies wird sie nicht weit bringen und es bleibt nur eine kurzweilige Lösung. Nein, es ist nicht einmal das, denn das Problem verschwindet nicht einfach. Es bleibt bestehen und wächst, während sie ihre Gedanken betäuben. Der Islam ist die einzige Lösung für den Menschen, aus dieser Situation, aus dieser Einsamkeit und dem Leben voller Prüfungen. Er lässt uns einen Weg beschreiten, welcher voller Glück und Zufriedenheit ist. Al-Hasan al-Basri, rahimullah, wurde einst gefragt: Worin findest du Ruhe? Er sagte: In einer Niederwerfung nach der Unachtsamkeit und in der Reue nach der Sünde. Wenn wir also wieder ein Gefühl der Einsamkeit oder Trauer in uns spüren, so lasst uns unsere Hände heben und unseren geliebten Herrn um Hilfe bitten oder in seinem gesegneten Buch nach einer Antwort suchen. Denn für jedes Problem bietet dieser Dien eine Lösung. Und wenn wir nichts finden, so wird er das Problem schon kennen und sich darum kümmern. Wenn wir auf ihn vertrauen und ihm dienen, wie es sich ihm gegenüber ziemt. Und wer gottesfürchtig ist, dem schafft er einen Ausweg und gewährt ihm Versorgung, von wo aus er nicht damit rechnet. Er wartet nur darauf, dass du ihm entgegenkommst, sodass er auch dir entgegenkommen kann.